So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. Wir sind auf der Insel der Inquisition oder zumindest. Oh, Klingenblatt, sehr schön. Oder zumindest, wo ein kleiner, aber feiner Vorposten der Inquisition drauf ist. Und irgendwie, weiß nicht, sind da viele Dragon Snapper und viele. Allgemein viele Snapper auf der Insel. Als wären wir hier auf Jurassic World gelandet, ey. Die haben ja schon so leichte Ähnlichkeit mit Dinos. Wir müssen die verstreuten Soldaten finden. Und laufe ich hier circa plus minus ungefähr richtig? Ja. Ich wollte erst nach da unten. Also gehen wir erst nach da unten. Und dann machen wir so einen kleinen Rundgang um die Insel. Ich glaube nicht, dass die Insel so arg lang dauern wird. Weil die, ja, Anzahl an NPCs wird hier doch eher begrenzter sein. Und das wird eher so eine nochmal erkundungsreichere Insel. Danke, Bones, fürs Helfen. Ja, wo hier überall Wildvieh rumstreunert. Ich weiß nicht, hat schon so eine Ähnlichkeit mit so einer noch ziemlich unbesiedelten. Okay, was es ja auch wirklich ist. Aber mit so einer Insel, wo alles noch in freier Wildbahn lebt und sein eigenes Ökosystem hat. Schöne Sache. Was ist das denn hier? Dornen oder was? Gegend. Ich hoffe, du hast ein paar Buddeln rum dabei. Nur für den Fall. Willst du dich betrinken? Nein, aber das beste Mittel, um seine Wunden zu heilen, ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Das tat weh. Ach, bei uns. Ah, ich mag's. Oh, und die haben wir einen Schnellreisepunkt. Gute Sache. Gute Sache. So, dann steckt man da gleich mal ein Steinchen rein. Teleporter des Nebelwaldes. Oh, nochmal ein Klingenblatt. Und Schafauge. Das sind zwei verdammt geile Pflänzchen. Dann guck. Gehen wir hier. Außenrohr? Ja, ja, komm. Erstmal hier lang. Beeren, ganz wichtig. Ohne Beeren läuft gar nichts. Das sieht mir aus, als wären die Schatten hier. Oh, ein Äffchen. Äffchen? Äffchen. Äffchen. Tauschen wir mal hier dieses wilde Äffchen durch unser Äffchen aus. Wohin führt denn der Gold? Ring. Ring des Schützen. Na gut, für unsere Zwecke dann doch eher weniger interessant. Lebt hier noch irgendwas? Hallo? Hallo? Nee, sieht sehr leer aus. Es gibt Betten, es gibt Truhen. Aber es gibt keine Menschen. Rubinring. Nochmal ein F. Okay. Wenn sie wollen. Gut. Haben wir hier Fusel. Schnaps des Abenteurers Schatten. Alter. Alter. Not bad. Weißt du was? Wenn wir schon so ein paar Schnäpse und so haben. Blick des Todes. Zeigt die Position von Untoten. Ich trinke mal einen Schnaps des Kämpfers. Oh, oh, oh. Okay. Ich hab's erst gar nicht geschnallt. Ein Teleportstein. Na, klasse. Dafür begeben wir uns in so eine Gefahr, Mann. Unglaublich. So, zeigt die Position von Waffen an. Ha. Huh. Hier liegen keine Waffen. Nö. Nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht, wie sie es genau anzeigen wollen. Muschel. Warte mal. Ja, okay. Ah.
Ha. Spannend, diese Astralsicht. Kann man da rüber? Da kann man rüber, oder? Aha. Gold. Wir haben doch auch einen Schnaps des Goldes, ne? Warnt dich vor Schattenwesen. Fallen. Oh. Menschen und Tiere. Ja, also die Schnäpse, die sind voll unwichtig eigentlich. Man kann auch alles mit normalen Augen sehen. Das reicht ja auch vollkommen, ey. Voll dumm. So, gut. Also Waffen sind hier... So wie ist jetzt sie keine? Und der Trank hat aufgehört zu wirken. Geile Sache. Gut, Freddys Fußkette ist da oben irgendwo. Wusste ich doch, dass da was im Gebiet ist. Aber ich war nicht sicher, ob ich da jetzt hochkraxeln soll oder nicht. Oder wo ist die? Oh Gott, nochmal eine. Tinnitus. Ratte. Ach so, hier drin. Ne? Hocker, Messer, Gabel, Löffel. Da. Freddys Fußkette. Was bringt die jetzt? Charaktersammlung. Rumbo. Oh, oh, oh. Och man, hätte man viel früher finden sollen. Scheiße. Plus 10% Ruhmbonus ist jetzt nicht gerade schlecht. Was wollte ich denn als nächstes hochleveln? Ich glaube nochmal Härte. Oder nochmal Nahkampf. Ich weiß es nicht. Okay, warte, warte. Da sind Schattenwesen. Ich will das jetzt echt nur mal kurz gucken. Warnt dich vor Schattenwesen. Verdammte Schatten! Ja, die werden dann so leicht orange angezeigt. Huch. Ich wollte nicht reden, Mann. Ja, kann man so und so sehen. Also die Tränke sind nicht mein Fall. Ja, warnt dich vor. Also im Boden wurde da nichts angezeigt, dass da einer rumgammelt. Bones, Mann, ich will nicht mit dir reden. Lern's doch mal, ey. So. Silbereisen, Fettkohle. Ich glaube, Silbereisen ist sogar besser als die aktuelle Waffe, ne? Was haben wir denn? Versteckte Pistole. Schaden 50. Okay, und Silbereisen? Schaden 60. Ist besser. Auch wenn es bei den Pistolen in Risen irgendwie nie so wirklich Unterschied macht. Was denn jetzt besser und schlechter ist. Oh, Junge, nochmal gut. Oh, und da ist die nächste Bestie. Wo sind wir denn hier? Irgendwie am halben Arsch der Welt. Ah, ne, warte, Nebelinsel. Vereint in die Irre geführt. Ah ja, da ist auch gleich die nächste Notiz. Hallo! Frack-Sack-Komm! Aua! Warte! Peng! 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 Wir haben die Muni. So, schön. Die Todesklaue. Oh, und die Leute hier sind ein bisschen tot. So, meins. Meins. Und da ist Notiz. Eines Protektors. Auch in die Irre geführt. Wird wahrscheinlich bei Plunder sein. Wer sagt, der geschafft? Alter, 49 Perlen. What the fuck? Wir haben zu viel Scheiße. Notiz, Notiz. Ach, Goldquarz, ey. Oh. Er wird unter der Astralsicht des Goldes sichtbar. Okay, und Magie.
Ein weiterer Tag geschafft. Carlos hat uns befohlen, die Insel zu befrieden. Schöne Scheiße. Sie sind sogar einem Geist begegnet. Entpuppte sich als außerordentlich freundlich. Soll mir nur recht sein, da unser Blei ihm wohl nichts anhaben wird. Hat uns auf einen guten Lagerplatz in der Nähe aufmerksam gemacht. Werden ihn morgen bei Tagesanbruch auskundschaften und damit den Palisadenbau beginnen. Tja. Kleine Sache, die sie nicht wussten. Es war eine Falle. Oder vielleicht war es eine Falle. Aber sie sind auf jeden Fall gestorben. So, oh, guck mal, da leben noch Leutchen. Und Ratten. Kurz nochmal Auskundschaft. Ja. Komm, wir reden mit denen. Jetzt beweg deinen Arsch. Speedy Gonzales. Weißt du, was die Strafe für Befehlsverweigerung ist? Ja. Ich störe mal erst kurz nicht. Sollen die erst noch kurz reden? So, zack. Eisenerz. Ja, was? Ja, ich beweg mich. Wir kommen gleich nochmal zu euch zurück. Ich will nur kurz das Verpasste noch entdecken. So, dankeschön. Weltenstein. Oh, das klingt cool. Ring? Nee. Amulett? Schwerter, Armbrust, Astralsicht. Ah. Aber es klingt geil und sah auch geil aus. So, hier ist gleich genau die Stelle, wo da hinten unser Teleporter ist. Gut, alles erkundet. Sprechen wir mit denen, fragen, was los ist, sagen, dass wir das Vieh vernichtet haben. Und dass sie wieder beruhigt hier schlafen gehen können und die Palisade aufbauen können. So, Jungs, hi. Ich sag dir. Mann, mach, dass du wegkommst. Okay. Die ganze Insel ist verflucht. Wir gehen hier alle drauf. Krieg dich wieder ein. Du wirst dich noch an meine Worte erinnern. Spätestens, wenn es dir an den Kragen geht. Diese Insel vergibt dir keine Dummheiten. Hier zu siedeln ist blanker Selbstmord. Hey, wieso? Wir töten doch. Also wir machen gerade die Insel bewohnbar, indem wir alles töten, was lebt. Pläne der Inquisition nicht zu teilen. Tue ich auch nicht. Hier sind wir auch nicht vor den Titanen sicher. Nur weil niemand diese Insel kennt, heißt es nicht, dass sie nicht kennen. Es gibt nur einen Weg. Fliehen. Fliehen bis ans Ende der Welt. Der Kerl ist keine große Hilfe. Wie konnte jemand wie du überhaupt der Inquisition beitreten? Na, versetz dich doch mal in meine Lage. Da kommt jemand zu dir und sagt, dass du vor nichts mehr Angst haben musst. Sie versprechen dir, dass du an den modernsten Waffen ausgebildet wirst. Und obendrauf gibt's einen ordentlichen Sold. Schlägst du dann nicht zu? Passt so gut, King. Gut, wir wären natürlich auch drauf eingefallen. Ich wäre wohl auch drauf eingefallen. Na siehst du, aber mittlerweile kenne ich die Masche von diesen Rekrutierungstypen. Stopfen sich immer so ein Zeug rein. Und dann sprudeln die Worte nur so aus ihnen heraus und zack, hast du unterschrieben. Hier, das habe ich ihnen mal geklaut. Probier's ruhig. Schattenfeuer. Oh, danke. Sag mal, wo kommst du denn her? Du bist doch gar nicht Teil unserer Expedition. Oh, das hast du sehr gut erkannt. Ich segle unter eigener Flagge. Du machst Witze, oder? Tja. Dann sitzt du trotzdem in der gleichen Scheiße wie wir. Sieht ganz danach aus. Ha. Hier. Darauf spendiere ich einen. Habe ich aus der Bautküche geschmuggelt. Aber hey, du tauchst zur rechten Zeit auf. Ein paar starke Arme sind mir immer willkommen. Naja. Ich helfe, wo ich kann. Du willst, dass ich das Vieh töte, ne? Stimmt. Soll mir recht sein. Bin froh, wenn ich jemanden finde, der hier noch nicht komplett durchgedreht ist. Oh, kann ich lernen? Muskete. Ich möchte den alles. So gut bin ich auch nicht. Schrotflinte. Ich möchte den gut. Pistole. Ich bin noch nicht gut genug. Dolche. Dafür bin ich nicht gut genug. Alles klar. Kannst du mir mehr über diesen Teil der Insel erzählen? Hier gehst du genauso schnell drauf wie woanders auch. Aber das kratzt mich nicht. Ich halte schon nach durch, bis ich den Dienst quittiere.
Wer weiß, vielleicht lasse ich mich sogar hier nieder, wenn es keine Probleme mehr gibt. Und bis es soweit ist, baller ich mir noch ein paar Trophäen zusammen. Okay, wobei brauchst du meine Hilfe? Also pass auf. Südöstlich von hier dezimiert so ein Ding meine Männer. Ich habe schon versucht, Domingo darauf anzusetzen, aber der bewegt sich keinen Meter. Er möchte hier am liebsten den Posten aufgeben und zurück an Muttis Brust. Aber solange ich noch stehen kann, wird daraus nichts. Auftrag ist Auftrag. Und ich brauche jemanden, der sich um das Vieh kümmert. Alles klar. Entspann dich. Der Seelenfresser ist schon erledigt. Na, hoffentlich war's der Letzte. Nope. Ohne dickere Kanonen sehe ich schwarz für uns. Aber bevor ich dich zuquatsche, nimm dieses Gold. Ehrliche Arbeit verdient einen ehrlichen Lohn. Dankeschön. In die Irre geführt. Das Letzte ist da oben im Eck. Okay. Gut. Die verstreuten Soldaten. Da rechts ist noch einer und da oben ist noch einer. Pfade ins Jenseits. Da rechts ist noch einer und da oben ist noch einer. Ja, ist eigentlich dieselbe Quest. Gut, dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's wie immer weiter. Und ja, das war's schon. Euer Hansen Peter. Ciao.